Ach so, hi, ach so. Boah, woher soll ich denn das wissen, bitteschön? Dass da hinten auch welche kommen. Ach, alles Ungerechtigkeit hier. Komm her, Stachli. Geh gar nicht hier durch. Hallo, Mumie. Hallo, Mumie. Hallo! Wow. Da hatte ich die Mumie fast unterschätzt. Sie kann nämlich ganz schön viele Schüsse. Okay, also aufpassen. Da, nein, nein, nein. Zurück, zurück. Gut. Ach, komm schon. Meine Sprungtaste. Die klemmt so scheiße. Ihr habt ja in einem ganz frühen Part, habt ihr mal mitgekriegt, dass ich mein Gamepad gewechselt habe. Aber das Blöde an diesem Gamepad ist, dass da inzwischen von dem ganzen drauf rumgedrücke schon meine Sprungtaste klemmt. Was auch ziemlich scheiße ist. Vor allen Dingen jetzt bei der Stelle da, wo man ziemlich viel aufpassen muss. Nein, nein, nein. Puh. Vor. Mann am Hebel, das ist dein Tod. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwer. Na, ganz im Ernst. Was machst du? Ach so, du bist mir ein bisschen Äpfel. Juhu! Nochmal. Äpfel! Ah! Was ist eigentlich mit meiner Maske passiert, die ich mal hatte? Frag ich mich gerade mal so. Na egal, irgendwann werde ich sie verloren haben. Auch wenn ich nicht weiß wann. Also, der Sprung sieht irgendwie mies aus. Genau. So macht man den. Das Level. War irgendwie simpel. Simples Level irgendwie. Hm. Ich weiß nicht. Ich fand dieses Traumtime da aus der zweiten Welt irgendwie schwerer. Auch wenn ich mich jetzt hier teilweise dumm angestellt habe, aber so wirklich schwer. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schwer nennen würde. Nein, ach so. Ach so, das ist Unfuck. Das kann man mal ganz sagen. Ja, aber da kriege ich immerhin ein Leben. Sieht zwar jetzt gerade irgendwie. Na toll. Danke. Ich will wieder drauf. Da kommt ja noch was. Ja, ein bisschen was. Ich hoffe mal nicht mehr viel. Es wird wahrscheinlich auch nicht mehr so viel sein. Wie mache ich das denn? Nee, ist mir zu riskant, ganz ehrlich. So, das sind zwei Leben und ein fast Apfelleben. Jetzt sind es ein Apfelleben. Das sind jetzt wieder fünf Leben. Ha. Und. Ha. Och, ja. Und Klugheit bis zum geht nicht mehr. Wer das jetzt gerade alles klug fand von mir, der ist irgendwie nicht so schlau. Ich hätte vielleicht auch warten sollen, weil ich meine, so knapp ist das hier nicht spekuliert. Ich habe ja gesagt, dass ich zurzeit in den ersten Teil spiele. Ja, ich finde den ersten Teil viel schwerer. Also der ist echt. Da. Oh, hier stelle ich mich. Hier stelle ich mich wirklich nur dumm an. Im ersten Teil, da gibt es echt Stellen. Da frage ich mich, wie soll man das machen? Da muss man schon richtiger Pro sein. Hier ist das alles für einen Spieler, der sogar in Crash relativ schlecht ist. Okay,
okay, in Crash Shadow der Mutanten bin ich jetzt nicht so wirklich gammelig, aber ich meine, das ist ein ganz anderes Spiel. Ich drück die Taste, Junge! Oh Mann, ich frag mich sowieso, wieso kann eine Mumie, wieso kann ein Sarg laufen? Naja. Dieses Spiel hat uns ja schon so oft bewiesen, dass es keinen Sinn macht. Von dem her muss ich nicht noch mehr drauf rumhacken. Ich meine, allein schon diese Stelle. Ich will dieses Level endlich mal schaffen. Ich meine, es ist nicht. Es ist echt nicht mehr viel und es ist wahrscheinlich auch gar nicht mehr schwer. Es ist nur noch dieser Gammel. So, das war's jetzt mit der Mumie. Dann war es jetzt doch schon fast mit dem Level. So, so ein Affe, der mich noch nie getötet hat. Und der das darum auch jetzt nicht mehr machen wird. Hier komme ich vorbei. So. Was? Nein! Nicht nochmal so ein Hebelmann! Okay, der kommt da und geht ganz langsam. Wieso muss es noch mal so lang sein? Vor allem immer so lang ohne Checkpoint. Das ist echt zum Nerven. Lalala. Jetzt gibt es einen in meinen. So, jetzt kriege ich noch mal ein bisschen Äpfel. Rally home, meine Evertonen. Guck, so einfach ist es. Ich das voll irgendwie kein einziges Mal geschafft habe. Das ist schon, finde ich ja fast eine Legende. Und wie gesagt, an dem bin ich bis jetzt noch nie gestorben. Ich weiß nicht, ob der irgendwie was kann eigentlich. Ich warte mal, ich kann es hier an der Seite noch machen. Fuck. Okay, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt könnte ich mir jetzt noch ein bisschen was krallen. Warte. Jetzt. Wenn man es jetzt nicht schnell macht, dann kann man es so schaffen. Lass mich hier raus. So, danke. Das war das zweite Level. Geschafft. Einen Schritt weiter diesem hässlichen Affe mit. Ich bin der Meinung, ich weiß, wer es ist. Und es gibt jetzt tatsächlich mal wieder so ein Tell No Tales Level. Oh cool, es gibt hier wieder zwei Level mit Vibe. So, kurz gesagt. Die Uhr unter uns. Nee, natürlich nicht. Scherz. Das meine ich natürlich nicht ernst. Lalala. Hoffentlich habt ihr es nicht gehört, weil es muss auch gar niemand hören. Nee, muss nicht. Es war auch nicht ernst gemeint, es war ausgedrückt. Jemand hat mal gemeint, ich soll mehr Schimpfwörter sagen. Oder schlimmere Schimpfwörter, um es genau zu sagen. Aber ja, in der Schule so, aber es muss doch nicht sein, dass man ein Let's Play nur mag, weil er ewig viele Schimpfwörter verwendet. Ich glaube, dieses ausgerutschte Wort wird auch das Schlimmste sein, was ich je verwenden werde. Und was ist das für ein hässlicher Typ? Ey, was ist das für ein hässlicher... Meine Tasse! Ach, danke. Ich kann echt... Das ist echt ein bisschen nervt. So, und wir rasen, wir rasen die rum. La 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 lum, di di da di da di dum. Da di di da di dam, da di du dam da. Ja, wir singen rum, weil wir es können. Und so ist das Leben einfach wunderbar, wunderschön, wundervoll, wundertoll. Aha, eine Abkürzung. Aha. Irgendwie ist dieses Wasserlevel... Ah, nein, wieder dieser hässliche Anker-Typi. Mit dem komme ich überhaupt nicht klar. Hilfe! Anker-Typi! Ah, check. Ha, guck, so macht man das. So, und jetzt auf die schöne Sprungschanze! Ich habe gesehen, da gibt es sogar noch einen Trick. Vorhin bei der Demo habe ich so einiges... Aua, gesehen. Da ist ein Haifisch. Nein! Die Haifische haben jetzt auch noch dieses Gebiet erobert. Was ist das denn? Mann, so ein Scheiß. Uka, Uka! Wieso tust du uns das? Ah! Gefährlicher Sportruder. Alter. Wie komme ich da hin? Hilfe! Ich will irgendeine
Da kommt man doch garantiert irgendwie hin. Ich will da hin. Ich habe gesehen, was es da gibt. Also bin ich da hin. Lasst mich da hin, ihr Schweine. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist die vierte Welt. Ah! Kaum sag ich's, fahre ich natürlich in ein Hai rein. Ja. Aber ich bleib dabei. Die vierte Welt ist nicht so schwer. Vor allen Dingen, man kann hier im Prinzip die ganze Zeit an der Wand laufen. Man muss im Prinzip fast nichts machen. Jetzt müsste ich gleich mal dieser aggressive Sportruder kommen, der ziemlich schnell ist. Aber nicht so schnell, dass man hier nicht ein bisschen halten muss. Ihr seht doch da immer die drei Leben. Kann man mal jemand sagen, wenn man da rankommt. Aber wahrscheinlich finde ich es auch selber raus. Mal sehen. So, und jetzt kommt gleich dieser Hai. An dem sollte man ganz dezent vorbeifahren. Aha! Nein, schade. Ich dachte schon. Och, dachte. Schade, schade. Ich dachte, ich hätte echt raus. Und Schanze! Wuhu! Checkpoint. Auch nichts, was schaden kann. Aber dumm fahren, das kann schaden. Fuck, ich sterbe fast tot. Fällt mir gerade mal so auf. Ah, Sportruder! Oh, böser Sportruder. Meine Nerven. Ich will das Level eigentlich noch schaffen. Ganz ruhig. Nein, nochmal Piratenschiffe. Fucking. Bombe. Ah, Haifisch. Boah. Kotz, kotz. Boah. Nein, Anker. Der Diamant ist schon mal eingesammelt. Jetzt kommt noch mal so ein Sportruderer. Ich will, wie gesagt, dieses Level hier schaffen. Warum fahre ich jetzt gerade extrem? Auch man, der Checkpoint. Ja, woher kann es bringen? Ha! Ich will sehen, was da ist. So. Ganz ruhig fahren. Ich habe auch fast ein Leben. Hi. Nein. Kein Anker-Tippi. Nein! Piss dich! Wichser! Spastard! Oh, kotzen. Och, Manu. War das denn nötig, du hässlicher kleiner Arsch? Mach ich halt Tomb Raider. Oh, Mann. War das denn wirklich nötig? Ich bin gerade. Ah! Nein, ich kann nicht schwimmen. Gut zu wissen. Ja, ja, ich bin tot. Musst du mir nicht nochmal veranschaulichen? So, das ist so hoch. Wieso muss ich jetzt gerade Wasser steigen? Hier runter. Schnell, schnell! Ah! Was machen die? Na egal, die sehen nicht nett aus und von dem her interessieren sie mich nicht. Ach so, in dem Wasser kann ich laufen. Muss man sich beeilen. Ach so, da müsste ich draufstehen. Ach toll, das wird ja hier witzig. Witzig! Nicht! Ha, ha, ha! Ach toll, da komme ich nicht hin.